go. Hey Freunde, herzlich willkommen zu eurem Rank Guide. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Hans-Karl. Ich spiele seit Season 0 Apex, habe auf Konsole zweimal Predator gehittet, auf PC gewechselt, bin mehrere Splits Master geworden. Unter anderem habe ich in unter 36 Stunden eine Bronze zu Master Challenge Solo vollbracht und möchte euch jetzt meine Tipps weitergeben, die ich unter anderem immer bei Fiverr Sessions weitergegeben habe und mir jetzt gedacht habe, warum nicht für alle scheren. Von daher, haltet die Ohren steif, seid gespannt und passt gut auf. Generell ist der Guide sehr Squad-basiert. Man kann natürlich alles auch Solo anwenden, aber Ranked ist ein Modus für ein komplettes Squad. Von daher kann ich euch echt nur empfehlen, als Squad reinzudroppen und alles probieren als Squad umzusetzen. Kommt auf mein Discord, auf meine Mitspielersuche, falls ihr kein gesamtes Squad habt oder probiert es solo umzusetzen. Aber ich sage nur, als Team ist alles effektiver. In dem gesamten Video gibt es Timestamps, also falls ihr ein Thema schon kennt, zu gut seid, spult einfach vor und guckt euch an, was euch interessiert. Generell geht es um Routine, Consistency, RP-Gewinn, aber viel wichtiger, kein RP-Verlust. Das ist der Unterschied zwischen uns normalen Spielern und den ganzen Pros. Sie haben Zeit, den ganzen Tag zu spielen und wir müssen so effektiv wie möglich jedes Spiel nutzen. Darauf konzentriert sich mein Guide. Von daher, seid gespannt. Yeah. What is the champion made of? I need an ambient A1. So, bevor es in Rank reingeht, würde ich jedem empfehlen, in die Range zu gehen und 5 bis 10 Minuten aufzuwärmen, seine Lieblingswaffen zu nehmen, diese zu üben, damit du direkt im Spiel perfekt angreifen kannst. Aber generell, bevor wir die Waffen erstmal aufheben, welche Waffen werden aufgehoben? 99 und Mastiff? Gute Kombination. Vielleicht für Pubs, aber nicht für Ranked. Denn Ranked sieht es anders aus. Ranked wird sehr langsam gespielt, es leben sehr viele Teams, keiner möchte sterben. Es gibt nämlich drei Arten von Fights, die dort stattfinden. Close-Range-Fights, Mid-Range-Fights und Long-Range-Fights. Und vor allem in Ranked finden sehr viele Long-Range-Fights statt, weil viele schon die perfekte Position bezogen haben und euch von dort aus absnipen, um ihr Schild noch zu leveln. Also ihr wollt nicht derjenige sein, der zwei Close-Range-Waffen dabei hat und nur den Schüssen ausweichen muss, weil er keine Sniper dabei hat. Also, ich gebe euch nur den Tipp, habt für alle drei Typen Waffen dabei, damit ihr euch auch wehren könnt, eure Position schon von weiter Distanz verteidigen könnt und den Gegner die Stirn bieten könnt, in jeder einzelnen Situation. Natürlich gibt es Pros, die rocken die 99 und die Mastiff und es funktioniert super, weil wir sind keine Pros und wir wollen konstant Punkte holen. Schaffen wir das, indem wir alle Fighttypen abdecken. Generell, manche wissen jetzt immer noch nicht, welche Waffen sie aufheben können und welche Waffen effektiv ranked sind. Generell empfehlen würde ich R301, R99, die Deadline, Spitfire, die Volt. Ja, das war schon so ziemlich für Mid- und Close-Range-Fights. Long-Range-Fights würde ich empfehlen. Seven Scout, M-Lock, Triple Take, ja, die Charge Rifle steht noch mit dazu und damit sind wir auch bei den Sniper-Waffen schon durch. Repeater bin ich kein Fan von, zu langsam und ja, du musst nicht chargen. Könnt sie trotzdem probieren, jeder hat seine Lieblingswaffen. Das waren jetzt nur meine Empfehlungen, die ich geben würde. Geht in die Range, probiert eure Lieblingswaffen aus. Ich blende euch die Recoil-Patterns ein, wegtrainieren könnt. Wählt euch eure Lieblingswaffen aus und mit dieser in der Range. Ihr habt die Recoil-Patterns studiert, ihr habt eure Lieblingswaffe ausgewählt und ihr seid jetzt bereit, Ranked zu spielen. Was müsst ihr jeden Tag, jedes Mal machen? Richtig. Ein kleines 5- bis 10-minütiges Warm-up, damit ihr nicht direkt im ersten Spiel eure warm seid. Also, ihr schnappt euch, in meinem Fall eine 301, aber ganz wichtig, keine Attachments, abgesehen von einem maximalen Magazin. Ihr pickt das Magazin nur aufgrund dessen auf, weil der Recoil dadurch länger dauert. Aber
der Raw-Input der Waffe, der Rückstoß, alles soll so gefühlt und so kontrolliert werden, wie er ist, wenn ihr die Waffe direkt aufhebt. Daher geht in die Range, hebt euch nur das Magazin auf und übt die Waffe so, wie sie ist. Kommen wir zur Legendenwahl. Welche Legenden sind sehr effektiv in Ranked? Falls ihr noch keinen Main habt, würde ich euch empfehlen, legt euch auf ein bis zwei Legenden fest. Es ist essentiell, immer zu wissen, was du machst, immer zu wissen, welche taktische Fähigkeit du gerade aktivierst, und du willst nicht derjenige sein, der gerade jemanden die Lifeline-Drohne hinstellen will und ihn mit der Horizon-Taktischen in die Luft schießt und er gefinisht wird in der Luft. Also, für die Kontinuität, wie auch bei den Waffen, wie auch generell überall im Ranked, bleibt bei einer Legende und wählt eine zweite Reserve-Legende, falls eure erste Legende zufällig von einem Randommate oder eurem Freund gepickt werden sollte, und bleibt dabei. Welche Legenden können empfohlen werden? Generell erst einmal Wraith, die Breiter, Gatter und Octane und Horizon. Kann ich alle sehr empfehlen. Wraith aufgrund dessen, weil sie Leute knocken kann und durch den Face sich wieder repositionieren kann und dem Team einfach einen Vorteil bringt. Das Portal ist sehr stark, um das Team sicher von A nach B zu bringen. Die Breiter auch sehr stark für Rotation. Keiner stärker auf dem offenen Feld, und falls einer weggesniped oder genockt wird, kann er ihn schnell in der Bubble und sicher hieben. Bloodhound, eine sehr starke Push-Legende, und es ist am entspanntesten, mit einem Bloodhound zu pushen, weil du immer weißt, wo deine Gegner sind und du nicht in Situationen gerätst, wo du überrascht wirst oder auf jeden Fall in weniger Situationen. Aktuell sehr stark Octane. Sehr schnelles Rotationspotenzial, Flirtpotenzial und sehr schnell aus Fights abhauen, falls diese dann doch zu gefährlich werden. Von daher kann man ihn aktuell nur sehr empfehlen. Genauso wie Horizon. Jeder High Ground wird mit Horizon zunichte gemacht innerhalb von Sekunden, und sie kann das ganze Squad hoch. Falls ein Team in der Ecke campt oder in einem Haus campt, kann sie ihre Ult auf sie werfen und mit Nate finishen. Ebenfalls eine sehr starke Ult. Alle anderen Legenden können auch gespielt werden, aber sie erfordern einen höheren Individualskill. Eine weitere essentielle Sache, über die viele gar nicht nachdenken, ist das Backpack-Management. Und zwar, wie man einen Backpack perfekt bestückt. Fangen wir mal bei dem grauen Backpack an. Und zwar sieht es bei mir so aus, dass ich obere Riege, in meinem Fall, weil ich zwei Waffen habe, die relativ viel Munition, obere Riege für Munition gesichert habe bei einem grauen Backpack. Ganz wichtig sind auch Schildzellen, ein Phoenix-Kit, ein Heal-Kit und noch mehr Schildzellen. Warum mehr Schildzellen als Heals? Aufgrund dessen, weil, wenn er gegen euch anschießt, trackt euch immer erst Schild. Das heißt, ihr braucht viel mehr Schildzellen als das Lebensheal. Von daher kann ich immer nur empfehlen, bei einem kleinen Backpack habt mehr Schildzellen dabei als Lebensheals. So sieht meine Kombination aus. Kommen wir zum blauen Backpack. Hebt ihr den blauen Backpack auf, habt ihr im Vergleich zum weißen Backpack zwei Slots mehr. Wie würde ich die füllen? Es ist immer sehr effektiv, mehr Schildzellen dabei zu haben. Die Regel ist generell, mindestens 8 bis 12 kleine Schildzellen dabei zu haben. Von daher würde ich erst einmal direkt mehr Schildzellen einpacken, dass ihr 12 kleine Schildzellen dabei habt. Und der Rest hängt schon wieder fast von euch ab. Der eine würde mehr Munition mitnehmen, aber habt 360 Light Ammo mit für zwei Waffen. In meinem Fall zwei Light Waffen. Von daher würde ich wirklich situativ entscheiden, und eventuell, ich als Horizon Main, würde mir jetzt eine weitere Nate einpacken. Oder, um absolut sicher zu gehen, die obere Sparte mit Leitmunition füllen. So habe ich 12 Schildzellen, Batterien für große Heals, für riesige Heals, ein Phoenix-Kit und kleine Heals für meine Leben dabei. So würde mein blauer Backpack aussehen, und ich würde eventuell ein Stack wegpacken und die Heals mitnehmen. Von dem blauen Backpack haben wir besprochen, kommen wir zum lilanen Rucksack und
Das ist der Rucksack, wo es sehr, sehr individuell wird, auf euren Charakter ankommt, darauf ankommt, welche Waffen ihr spielt und in welcher Spielsituation ihr euch befindet. So, der eröffnet nochmal zwei weitere Slots. Das heißt, ein Slot ist schon mal gesichert für eine Nate. Ihr habt mindestens zwei Nates dabei. Im besten Fall natürlich bei Arcstars, sondern ja, noch eine Splittergranate, die ihr dann hoch auf die Gegner werfen könnt. Von daher habt für jede Situation immer Nates dabei. Ich kann es nicht oft genug sagen. Nates sind Game Changer. Sie eröffnen euch Fights. Ihr könnt Teams aus kleinen Rattenecken rausschießen. Mit einer Granate rausjagen. Ihr könnt finishen. Ihr könnt so viel machen mit Nates. Nates sind essentiell für Ranked. Habt mindestens zwei Nates bei einem wiedernden Backpack dabei. Und ich bin eher der Typ, der sehr viele Schilde braucht, weil ich sehr aggressiv spiele, oft reingeht. Probiert als erster die Nox fürs Team zu holen und sich wieder zurückzuziehen. Aber auch bei einem passiveren Spielstil, wo du snipest und relativ viel Schaden bekommst, kann ich empfehlen, nehmt mehr Bats mit. Habt zwei Stacks Bats mit. Wenn nicht, tauscht sogar ein Stack kleine Schildzellen gegen den Batteriestack und habt drei Batteriestacks mit und dafür nur 8 Schildzellen. Aber das ist mein Go-To-Loadout. 420 Schuss als Reserve mit 2 Leitwaffen reicht völlig aus. Bei einem Ranked fightet man nicht so viel und wenn du ein Team tötest, kannst du dir auch ganz fix in der Regel. Von daher habt mindestens 2 Stacks Batterien dabei. 12 oder 8 Schildzellen und dafür mehr Batterien. Mindestens 2 Nades. Jede Situation, Leute finishen zu können, aus schlechten Situationen raustreiben zu können, um sie endgültig zu bekommen. Und ja, für den Worst Case ein Phoenix. Und zu guter Letzt geht es noch zum goldenen Backpack. Der goldene Backpack macht inventarmanagemäßig keinen Unterschied zum lilanen Backpack. Allerdings ist der riesige Unterschied, dass wenn du Leute revivest, diese mit Leben revived werden, der Hälfte ihrer Leben. Also wird der goldene Backpack, falls du ihn bekommst, immer an die Heillegende weitergegeben in deinem Team, um effektiv zu heilen. Weil ein Gibraltar in seiner Kugel ist immer der Healer und er mit einem goldenen Backpack ist am effektivsten fürs Team. Habt ihr kein Gibraltar im Loadout, würde ich den Backpack an die Wraith, an die Horizon oder an den Octane weitergeben, aufgrund dessen, dass der Backpack immer an die Legende gegeben werden sollte, die Leute am sichersten heilen kann. Falls es kein Gibraltar gibt, kann eine Wraith den Gefallenen mit dem Portal rausholen und dort sicher healen, mit dem Jump Pad an eine sichere Stelle bringen und dort healen oder die Horizon mit ihrer Q auch jemanden an die sichere Stelle bringen und dort zu healen. Von daher, erste Regel, den goldenen Backpack immer an die beste Heillegende geben. So, ihr wart in der Range, habt euch eure Legenden ausgewählt, eure perfekte Waffe, habt den Recoil kontrolliert und wisst sogar, wie ihr euren Backpack managt. Jetzt heißt es, ready für den Drop. Ihr geht ins Menü und wollt reindroppen. Aber wie droppt man eigentlich? Und zwar macht ihr euch 2 Spots auf der Map fest, auf denen ihr immer safe droppen werdet, je nachdem wie das Dropship fliegt. Habt diese 2 Spots ausgewählt, fliegt ihr zu den näheren Spots der beiden, je nach Dropship-Rotation. Der Jumpmaster springt raus, hat die Aufgabe, euch so schnell wie möglich ans Ziel zu bringen. Was machen die anderen beiden Mates? Sie müssen alles kundschaften, alle Fragen beantworten. Kommen etwa Teams mit? Wie viele Teams kommen mit? Falls keiner mitkommt, landen Teams irgendwo in anderen Dörfern und müssen wir dahin rotieren gleich, falls sie anfangen zu fighten? Fighten wir gleich mit einem anderen Team und landet ein Team close und kann uns third-partien? Das sind alles Fragen, die die 2 anderen Mates während des Drops schon beantworten müssen. Das ist essentiell. Ihr müsst auf jede Situation vorbereitet sein. Eine einfache Faustregel während des Drops ist, kommt ein Squad mit, wird das bekämpft, wird das gefightet. Weil ihr werdet potenziell diesen Fight gewinnen, weil ihr landet auf eurem Spot, ihr wisst alle, wo der Loot liegt, ihr seid viel schneller kampfbereit und ihr wisst schon ohne Kommunikation, wo eure Mates sind und falls sie sagen, dass sie auf Gegner treffen, dass ihr ohne Kommunikation direkt hinrennen könnt.
Ihr werdet potenziell den ersten Fight gewinnen. Kommt zwei Squads mit oder mehr, müsst ihr auf einen anderen Spot ausweichen, aufgrund dessen, weil es zu unkalkulierbar ist, ob ihr die Waffen bekommt, ob die Gegner die Waffen bekommen. Ihr wisst nicht, wo die Third Party ist. Macht es einfach nicht, ihr wollt keine Punkte riskieren. Danach entscheidet ihr auch noch, ob ihr eventuell sogar Third Partyt und das Gewinnerteam noch absahnt. Von daher ist es immer besser, bei zwei oder mehr Teams abzudrehen und sicher zu spielen. Immer Punkte retten, wo man Punkte retten kann. Kommen wir zu den Kämpfen. Und zwar dauert ein Fight eventuell zu lange, was immer mal passieren kann. Und ihr habt schon vorher eine Third Party während des Fluges gesichtet, die eventuell kommen kann. Back out, neu sortieren und eventuell kommt die Third Party in dem Glauben, Third Party zu sein, was sie im Endeffekt aber gar nicht mehr sind, weil ihr abgehauen seid, weil ihr euch repositioniert habt. Also rennen sie unvorbereitet in einen Fight rein, der eigentlich nur ein Fall gegen ein Team ist und ihr könnt die beiden Teams nochmal fördern. Auch hierfür gibt es eine Faustregel und zwar dauert ein Fight 30 bis 45 Sekunden. Ohne einen Knock müsst ihr euch neu sortieren und rausgehen. Es führt keinen Weg drumherum, der Fight ist dann an der Stelle absolut sinnlos. Habt ihr schon jemanden genockt, dann sichert den Kill und geht trotzdem raus aus dem Fight. Es wird eine Third Party auf dem Weg sein, falls sie nicht da ist. Neu formieren und eventuell nochmal reingehen. Es geht wieder darum, Punkte zu sichern und konstant Punkte zu bekommen, ohne Risiken einzugehen. Falls ihr ein Team sehen solltet, welches euch noch nicht bemerkt hat, dann koordiniert eure ersten Schüsse und schießt gleichzeitig auf ein und dieselbe Legende, um sie direkt zu knocken und euch den besten Vorteil in dieser Situation zu sichern und das andere Team einfach und effektiv sehr schnell rausholen zu können. Im Anschluss ein Beispiel des Ganzen. Keep following me. Oh, hold up. The guy right here on the drone, you see him? Right here. Ready, set, go. Nice. Take this. Nice team. Across. Dead. Nice. Scanned. We got scanned. Yeah, we're good. Eine kleine Zusammenfassung des Ganzen. Durch dieselben Spots und die Routine lootet ihr schneller, wisst, wo eure Mates sind und ohne Kommunikation seid ihr schneller kampfbereit als das andere Team und sichert euch potenziell alleine durch Routine sichere und wichtige Early KP. Habt ihr im Idealfall den Fight gewonnen, geht es nun ans Looten. Looten ist der oder die schlimmste Situation im gesamten Spiel, weil ihr eure Augen auf dem Loot habt. Alle wissen, wo ihr gekämpft habt und ihr wisst nicht, ob Gegner kommen, wann die Gegner kommen und was gerade um euch herum passiert. Das heißt, ihr müsst so schnell wie möglich looten, so schnell wie möglich das Beste raussaugen und direkt weitermachen. Ein riesiger großer weiterer Teil dabei ist, habt ihr gerade ein rotes Schild an und ihr wisst eventuell, dass eine Third Party kommt. Und in der Deathbox liegt nur ein weißes oder ein blaues Schild. Ist dieses weiße oder das blaue Schild nach wie vor mehr wert als euer leeres rotes Schild? Armor Swaps sind auch essentiell beim Looten. Ein weiterer Vorteil beim Looten im Team ist, ihr habt euren Mates bereits mitgeteilt, welche eure Lieblingswaffen sind und was ihr benötigt. Von daher gucken 6 Augen anstatt 2 Augen nach eurem Lieblingsloot und das verringert die Lootzeit immens und ist sehr wichtig, gilt wieder für die Kategorie Kommunikation innerhalb des eigenen Teams. Kommen wir zum nächsten großen Thema und zwar Rotation. Ich kann nur riesig empfehlen, immer eine Scan-Legende mit im Team zu haben. Das heißt, mindestens ein Bloodhound, ein Krypto oder ein Pathfinder sollte mit im Team sein, um die übernächste Zone scannen zu können und sich schon perfekt positionieren zu können, bevor es die anderen überhaupt wissen. Nutzt diese Information auch zu eurem Vorteil und eine riesige Faustregel. Rotation in der Regel immer über den Fight priorisieren. Wir alle haben diesen einen triggerleichten Freund, der immer jede Third Party
haben will, immer reinrennen will, schreit, ja, wir brauchen KP, wir brauchen KP. Genau auf diesen Freund dürft ihr in dieser Situation in den meisten Fällen nicht hören. Der Grund dahinter ist ganz einfach. Ihr habt euch einen Plan gemacht, einen sicheren Plan, einen safen Plan, wie ihr bis ins Endgame kommt und gut überlebt. Diese eine Third Party birgt zu viele Variablen, zu viele Möglichkeiten, es eventuell zu verlieren, eventuell nur einen Member im Team zu verlieren und dadurch nicht mehr den dicken, fetten Gesamtsieg, den Champion holen zu können. Von daher müsst ihr euren Teammate zurückhalten und euch nach wie vor auf die Rotation konzentrieren. Und somit sind wir auch schon bei unserem nächsten großen Thema, Decision Making. Das eben war schon eine riesige Decision, den einen Fight nicht zu pushen. Eventuell gewinnt ihr den Fight, eventuell gewinnt ihr ihn nicht. Aber es geht nicht darum, mit maximalen KP zu gewinnen, es geht darum, Schaden zu minimieren, so wenig Minuspunkte wie möglich mitzunehmen und so viele Pluspunkte konstant mitzunehmen wie möglich. Und wie geht das? Indem ihr diesen einen Fight auslasst, am Ende den Champion holt, eventuell nicht mit maximalen KP, aber ihr habt einen Champion und konstant Punkte geholt, ohne viele Risiken eingegangen zu sein. Das ist im Übrigen der Unterschied zwischen Gold- und Platin-Spielern und Platin-Spielern und Dia-Spielern. Nicht unbedingt der Individualskill im 1v1, sondern Decision-Making. Sichere und kluge Entscheidungen treffen. Nehmen wir nun mal ganz kurz an, ihr hättet auf euren Freund gehört, weil er immer noch drauf besteht, weil es eine easy Third Party ist und easy KP. Kommt Jungs, wir müssen reingehen. Von welchem Team werdet ihr, nachdem ihr in die Zone kommt, weggeholt? Richtig, von dem Team, welches mein Guide geguckt hat und sich schon perfekt positioniert hat, an der Zone und nur auf die Teams wartet, die rein rotieren. Also, was hat das Team gemacht? Sie haben sich den besten Spot in der nächsten Zone geholt und auf die geschwächten Teams aus der Zone gewartet. Eklig? Auf jeden Fall. Effektiv und sinnvoll? Umso mehr. Von daher, seid das eklige Team in diesem Fall. Es bringt euch AP und sichere Punkte. Und wer aufgepasst hat, weiß auch schon, wie es in dieser Situation direkt weitergehen würde. Nach den Free KP und dem Free gelieferten Loot von dem Team, welches Greedy gestorben ist, wird als möglich der nächste Beacon gescannt und sich wieder in der übernächsten Zone perfekt positioniert. Selbst wenn die Positionierungstaktik nicht perfekt aufgeht und ihr keine KP von den reinrotierenden Teams bekommt, habt ihr trotzdem gewonnen in dieser Situation, weil die Teams sind in der Zone gestorben, dadurch gibt es weniger Teams insgesamt auf der Map und dadurch habt ihr schon Punkte gewonnen. Das heißt, so oder so seid ihr der Gewinner in dieser Situation. Ich nenne das Ganze Winning Fights Without Fighting, weil ihr Punkte gaint, ohne irgendwas zu machen. Die Gegner holen euch quasi selber die Punkte oder liefern sie euch, wenn sie aus der Zone zu euch reinrotieren und ihr die Easy Knocks bekommt, weil sie von der Zone gepressured werden, eventuell keine Heals haben oder einfach nur schlecht sind. Ein geringeres Risiko resultiert in weniger KP-Verlust, was die größte Hürde bis dir ist. Das ist meine Meinung und das sollte nicht heißen, wie bekomme ich RP, sondern wie verliere ich nicht so viele RP? Meiner Meinung nach in Diamant und in Platin sind die größten Fehler, nicht auf KP zu kommen und KP zu bekommen, sondern wie verliere ich wenig KP, sodass meine KP, die ich gewinne, auch genutzt werden und effektiv für mich sind. Das ist eigentlich der Schlüssel. Nicht KP-Gewinnung, sondern KP-Verlustminimierung. Das ist der Schlüssel hinter dem Ganzen. Weil, sind wir mal ehrlich, was bringt dir ein Full-KP-Win von 200 Pluspunkten in dir, wenn du innerhalb von 5 Minuten und 2 Drops 96 Punkte wieder verlierst? Kontinuität und Routine ist der Schlüssel für ein schnelles und einfaches Ranken. Auch, ja, sehr nervenschonend. Aber kommen wir zum nächsten Thema, Ratten Games. Apex ist nach wie vor ein zufallsbasiertes Spiel. Zufälliger Loot, zufällige Entscheidungen anderer Teams, einfach zu viele Variablen, die jeden Mal, auch den besten Pro, den Tod und das Leben kosten. Von daher sind Ratten Games essentiell, ob ihr es wollt oder nicht. Es werden natürlich Spiele verloren, aber falls ihr der Einzige seid, der überlebt hat,
probiert wirklich so viele Punkte wie möglich für euch und euer Team zu sichern. Ich hatte schon ein paar Rattengames, in denen ich am Ende sogar den Champion geholt habe, einen zweiten oder dritten Platz, Pluspunkte aus dicken, fetten Minuspunkten gemacht habe. Und das ist das Ziel. Der letzte Überlebende soll nicht einfach reinrennen, sondern probieren, so viele Punkte wie möglich zu retten fürs Team. So, fassen wir nochmal alles vorherige Gelernte zusammen. Ein festes Squad ist immens. Es geht auch solo, aber drei Leute sind essentiell und deutlich effektiver als ein Solo-Drop. Vor dem Spielen warm machen. Eine riesige Empfehlung von mir. Es vermeidet schnelle Verluste und schlechtes Aim in den ersten Fights. Von daher geht wirklich 5 bis 10 Minuten in die Range und schießt euch mit euren Lieblingswaffen warm. Zudem, geh mit deinen Freunden in die Range, mach eventuell ein paar 1v1s und teile ihnen deinen Lieblingsloadout mit, damit 6 anstatt 2 Augen auf der gesamten Map nach deinem perfekten Loadout suchen und dir immer die perfekte Munition und alles, was du am liebsten spielst, pingen. Lege dich auf maximal 2 Legenden fest, eine primäre und eine sekundäre, damit du genauso wie bei den Waffen kontinuierlich spielst und ja, keine Fehler machst. Keiner will derjenige sein, der die Lifeline-Drohne in einem Fight droppt, anstatt zu phasen. Landet immer auf denselben Spots, die ihr vorher schon besprochen habt. Wählt euch 2 Spots aus und landet immer an denselben Stellen. Auf den Spots selber, jeder Mate geht immer dieselbe Route. Es verringert eure Lootzeit und ihr seid schneller kampfbereit und gewinnt potenziell immer den ersten Fight, weil ihr einfach einen Vorteil dem anderen Squad gegenüber habt. Während des Drops müssen sich beide Mates umgucken und der Jumpmaster probiert, so gut wie möglich und so schnell wie möglich zu landen. Seid ihr gelandet, müsst ihr so schnell wie möglich die Zone scannen und die Rotation festlegen. Und das dürfte ein einfaches sein, da beide Mates schon gekundschaftet haben, wo andere Teams sind, welche Rotationen safe sind und auf welchen Rotationen ihr auf Gegner trefft oder eventuell sogar eine Third Party abgreifen könnt und easy KP. Dauert der Fight zu lange, ungefähr 30 bis 45 Sekunden ohne Nox, back out und die Situation neu begutachten. In 90% der Fälle ist die Third Party bereits auf dem Weg oder sie ist sogar schon da, ohne dass ihr es gemerkt habt. Winning Fights without fighting. Zone über Fights priorisieren nach dem Drop. Eine absolute Muss-Regel. Falls alle Stricke reißen, müssen Rattengames die Punkte retten, die hart erkämpften RP retten. Von daher probiert so gut wie möglich Verstecke zu kennen und eine gute Ratte zu sein. Für euer Team und für euch selber. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, basieren alle Tipps auf Routine, Kontinuität, besserer Planung und Absprache. Ihr könnt, falls ihr es nicht schon tut, easy einen Rang höher sein mit demselben Skill, den ihr aktuell habt, ohne irgendwelchen neuen fancy Movement-Techniken, Walljumps, Tapstrafe, 360, Flickflacks, schlag mich tot. Nur Kontinuität und ein Plan bringt euch konstant voran. Weil oft ist das Bauchgefühl, in den Kampf zu rennen, nämlich taktisch und long-term gesehen, leider doch das falsche Gefühl. So, meine Lieben, ich hoffe, ich habe hiermit alles abgedeckt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls doch, werde ich natürlich einen Nachtrag geben. Falls ihr kein Team habt, schaut mal auf meinem Discord vorbei. Dort gibt es eine Mitspielersuche, damit ihr auch effektiv Ranked spielen könnt. Ich wünsche jedem von euch viel Glück beim Aufstieg, viel Glück beim Improven, beim Gold, Dia, Platin, Silber holen. Alles ist mit dieser Taktik drin, Leute. Ich sag's euch auch, Master. Und freut euch auf die nächsten Videos, abonniert den Channel, die nächsten Videos werden zu Controller Movement Guide sein, Settings Guide und nochmal speziell nur für euch alle Rattenspots auf allen Maps kenne und das sind so einige, glaubt mir. Von daher, ja, danke, dass ihr am Start wart und dann wünsche ich euch noch einen entspannten Tag, haut rein, ciao, ciao. Okay, let's go.